willkommen zu Little Nightmares, das DLC. Viele haben sich's gewünscht und wir spielen das heute durch. Ich bin gespannt und freue mich und würde sagen, los geht's. Wenn euch's gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt gerne, wie ihr dieses DLC fandet. Und dann legen wir los. Wir spielen jetzt quasi ein anderes Kind parallel zu Six. Das heißt, das hier ist eine Story, die sich parallel abspielt zu der Story mit Six. Fidget, danke für 2 Euro. Ich stream morgen nicht, morgen kommt ein Video. Und fällt euch was auf? Hier waren wir doch schon am Anfang, Leute, seht ihr? Und ich war das Kind, was hier geschlafen hat, bei dem wir vorbeigekommen sind. Erinnert ihr euch? Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja. So ergeben sich neue Dinge. Das ist das Geile, wir spielen jetzt einfach parallel. So, Leute, lasst uns mal in die Dunkelheit hinab. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Habe ich ein Licht? Kann ich da rein? Hallo? Okay, ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung. Home Sweet Home müssen wir echt auch mal spielen. Gute Idee. Ich hasse die Geräusche so. Oh, guck mal, der jagt ein Kind. Gnu, ja? Hat sie vielleicht auch noch irgendwie, habe ich nicht irgendwie Licht? Nee. Okay, dann gehen wir mal da runter, weil es so Spaß macht. Oh nein, ich hasse die Dinger. Hau ab! Hey, aber Six hat doch alle am Ende diese Schattenkräfte. Ja, aber das spielt quasi gerade parallel in der... Also jetzt momentan läuft Six gerade auch ihren Weg nach draußen. Das heißt, es parallel läuft es jetzt quasi ab. Oh, gerne, Larry, gerne. Das heißt, es spielt sich gerade, wie gesagt, alles parallel ab. Kann ich da nicht rein? Muss ich einfach runter? Da habe ich jetzt da gar keinen Bock drauf. Nein, wir müssen runter. Oh oh. Parallel zur Story von der Six quasi. Also das Mädchen haben wir ja gespielt, die mit dem gelben... Oh, Anorak. Und das ist quasi jetzt parallel zu ihr. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, ich muss da nach hinten. Nein, ich muss da nach hinten. Habt ihr gesehen, das ist ja ein Mädchen gewesen? Ach so, schaut mal. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Wie pervers wegen den Kindern, gell? Ja, ich finde, das Spiel ist halt aus dem Grund auch echt krass, weil halt auch Kinder sterben. Also, das finde ich halt schon heftig, muss ich sagen. Du hast einen Tippfehler im Titel. Echt, was denn für einen? Hallo, Jaline. Ich habe auch unter das letzte Fullgame-Video geschrieben, war mir aber nicht sicher, ob du es gelesen hast. Guck ich gleich mal. Ich nachher mal. Ich liebe Horrorgames, Leute. Das ist mein Lieblingsgenre. Umso schöner finde ich es, dass ich halt euch auch dazu begeistern konnte. Mich freut es gerade mega, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das DLC sehen. Das ist voll toll, weil viele von euch kannten Little Nightmares nicht. Wir haben es dann gespielt. Und in der Story geht es auch ein bisschen darum, was hat das mit diesen Gnomen eigentlich auf sich? Und wie gesagt, das Ende hat mich richtig geflasht. Das ist echt schon richtig krass. Muss ich schon sagen. Es war geil. Es ist so dunkel. Ja. Guck, hier ist überall die Six schon lang gelaufen, deswegen ist hier das alles schon offen. Und die da oben, ey. Wer ist das? Warum kommt wegen der? Guck mal, da ist auch eine, die flüchtet. Gehen wir schnell mal hinterher. Puh, okay, weiter geht's. Wir wollen da rein. Das Mädchen. Was, warum kam mit der nie was? Und wer ist das? Dankeschön, Jakob. Vielen Dank. Chaos Queen. Nicht schlimm. Oh, das ist aber nett. Kein Problem. Ach, ihr seid süß. Spielst du durch? Ich hab's schon vor, ja. Ich spiel das halt, wenn ich ein Storygame anfange, zieh ich's meistens auch durch, außer es geht jetzt hier 100 Stunden.
Aber ich habe dann meistens schon die Sucht, dass ich das dann direkt wissen möchte, was abgeht. Ist hier eigentlich nicht was? Warum habe ich noch keine Gnome gesehen? Nee, okay. Platsch. Oh, I. Oh, oh, I, I, I. Da ist irgendwas. Oh, nee, sowas hasse ich ja. Oh, ich glaube, das ist ganz arg ekelhaft jetzt. Oh, nee, Wasser und so. I. Bitte nicht. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich da ins Loch? Okay, da liegt doch irgendeine Döse. Kann er da nicht irgendwie was anpacken und ziehen? Wahrscheinlich den Koffer, oder? Ja, ich denke, der Koffer wird sein. Ja. Zieh den Koffer da weg! Jetzt. Magst du kein Wasser? Doch, aber nicht, wenn ich weiß, dass was drin schwimmt. Also so, was mir was antun könnte. Deswegen hasse ich es auch, wenn ich in einem Meer bin oder See, wo man nicht auf den Grund schauen kann. Da habe ich echt Probleme mit. Ich lade den Stream dann hoch, ja. Genau. Hilfe, ich steck fest! So, jetzt. Okay, Leute, Konzentration, es wird gleich eklig werden. Eine Taschenlampe! Der beste Freund für jeden Horror-Game sucht die. Wo ich mir die denn jetzt hingeschoben? Oh Gott, es ist hier dunkel. Oh nein. Nein, ein Penis! Hilfe! Das ist nicht gut. Oh, ich hasse diese Wasserscheiße hier. Ah, nein, lass mich! Hilfe! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein! Nein! Hoch da. Wird es sehr gruselig. Also das Spiel ist halt sehr Jumpscare-lass. Also es ist schon richtig eklig. Also man hat schon Panik. Aber es hat so einen anderen, so ein bisschen mehr Psycho-Horror. Ich kann es gar nicht sagen. Ich liebe das Spiel einfach. Es ist eines meiner Lieblings-Horror-Games. Und zwar nicht, weil ich hier schon wieder ins Scheißwasser muss. Oh nein. Oh nein. Ist das eklig. Ich würde da nie schwimmen. Penisse verfolgen genug. Wie süß die Taschenlampe ist. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, weil ich habe es ja schon mal durchgespielt vor 2 Jahren. Und ich weiß, glaube ich, noch ungefähr, was mich erwartet. Und es ist nicht gut. Warum nennst du es Penis? Weil es aussieht wie einer. Nein, Spaß. Weil es mich daran erinnert. Das fragt mich bitte nicht weiter. Oh, hallo, Revi! Mann, Revi! Gerade, wo ich über Penisse rede. Wie geht's dir, Revi? Alles gut? Dankeschön für deinen Raid, Revi. Revi, oh Gott, da bist du mir gerade was hinterhergeschwommen. Immer wenn Revi mich irgendwie raidet oder hostet, spiele ich entweder übelst die krassen Horrorgames wie Outlast oder rede über Penisse. Verdammt. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön, Revi. Wie geht's dir denn? Revi. Oh Gott. Also für die YouTube-Gnulis, die gerade im YouTube-Chat sind, Revi ist auf Twitch. Im Chat. Falls ihr Fangirlen wollt. Was soll denn das, bitteschön? Komme ich denn... Ach, ich muss wahrscheinlich irgendwie das Wasser jetzt ablaufen lassen, ne? Leute, und folgt auch gerne Revi, wer es noch nicht macht, auf Twitch. Warum entführen die Monster die Kinder? Das siehst du alles in dem ersten Little Nightmares, den wir schon gespielt haben. Ah, nein! Scheiße. Ja, das war sehr pervers. Die fressen die Kinder quasi. Revi wurde von Venus wurde angelockt. Kaum sage ich das Wort, es redet. Oh, geil. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Lieblings-Pokémon ist Shiggy. Ah, ich glaube, ich muss die abschießen, oder? Kann es sein? Echt? Nein, Hilfe, die greifen mich an! Haut ab! Haut ab, Mann! Oh Gott, muss ich da rein? Ih, schnell rein da. Ih, die kommen jetzt aber nicht hinterher, oder?
Ätzend. Ätzend. Dankeschön, King Aim. Vielen Dank. Da wurde direkt natürlich geklippt, Leute, ne? Direkt geklippt, ihr kleinen Schweine. Was ist das? Oh Gott. Was hat er mit den Gnomen auf sich? Das kommt in diesem Teil raus, was mit den Gnomen auf sich hat. Und ist mega krass. Und interessant. Kann ich das noch nicht betätigen? Okay. Muss wahrscheinlich hier hoch. Wo ist deine süße Brille hin? Die habe ich heute tatsächlich nicht an. Okay, da kann ich auch nicht hoch. Okay, was muss ich tun? Ach, da ist... Ah, ich habe es gesehen, da ist ein Schalter. Jetzt sehe ich es. Ein Schalterli. Jetzt kann ich das drücken. Jetzt geht die Party ab. Dann kann ich nämlich da rein. Yes, Mann. Knuli hat's drauf. Magst du Vanillejoghurt? Ja. Wir alle jetzt klippen. Oh, hallo Phil, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Oh, ich will da nicht rein, Leute. Ich habe Herzklopfen. Oh. Oh, nein. 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 Ich hasse sowas. Oh nein. Oh nein. Oh, ich hasse sowas. Oh nein. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Oh nein, geh hoch. Ich hasse sowas. Nein, das kann ich hoch. Ich hasse sowas. Schneller. Nein, 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 nein. Mama, wohin muss ich jetzt? Wohin muss ich, Mann? Kann ich das bewegen? Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Oh nein, ich bin tot. Oh nein, ich bin so tot. Oh nein, ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich hasse das Spiel! Mann! Scheiße! Oh. Deine Videos zaubern immer ein Lächeln ins Gesicht und jede schwarze Wolke, die über mir verschwindet für einen kurzen Moment. Durch deine Videos bringst du mich immer zum Lachen, zum Gruseln bei Outlast Whistleblower. Möchte mich bei dir bedanken, dass du mir Kraft schenkst. Ach Simon, vielen, vielen Dank, das rührt mich sehr. Dankeschön, freut mich, dass ich dir da wirklich helfen kann. Dankeschön. Warum solche Aufregung? Weil ich hasse es, wenn ich gechased werde, also wenn ich gejagt werde. Hasse es so sehr. My life be like... Wow. My life be like. Nein, 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 nein. Entspann dich, Alter. Entspann dich. Oh. Oh. Oh nein, das ist unfair. Nein, ich. Ich hasse das, ist so schwer. Ich hab eine Vermutung, du bist live. Ja. Was ist für ein Game? Das ist Little Nightmares. Kleine Albträume. Das sind aber große Albträume. Verdammt, das kann doch nicht sein, dass ich so oft draufgehe, ey. Mal Konzentration hier, Mann. Ich glaube, sowas wäre für mich das Ätzendste. Ich habe sowieso so eine Urangst. Weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine Urangst von irgendwas, was mich im Wasser angreift oder Haie oder so. Da bin ich richtig hysterisch. Das geht bei mir gar nicht klar. Okay, schwimmen. Oh Gott, 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 oh Gott,
Nein! Du dumme Sau. Ich hasse es. Hoch, Alter. Geh doch hoch, Alter. Das ist gut. Oh Gott, wie ich das hasse, ey. Ist das ekelhafte Scheiße, du. Ich will da hoch. Sorry, Leute. Ich bin da voll drin in dem Game, ne? Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht an deinen Videos zu kritisieren habe. Deine Videos sind einfach perfekt. Ach, vielen Dank. Oh nein. Dankeschön. Boah, da ist ein totes Kind drin. Das finde ich jetzt aber schon pervers. Oh, was soll denn das? Oh nein. Ich bin tot. Oder? Bin ich tot? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich möchte leben. Ich darf es, glaube ich, nicht so hochziehen, kann es sein? Wir wollen ja auch noch an den Leichensack drankommen, ne? Yes. Ekelhaft. Alles so ekelhaft. Alles ekelhaft. Oh Gott, ist das ekelhaft. Was er verfolgt wird, Katastrophe. Stellt mal vor, euch. Ah, oder du wirst in die Tiefe gerissen oder sowas. Das wäre für mich echt der absolute Albtraum. Wie komme ich da jetzt rüber? Muss ich echt schwimmen? Ekelhaft. Geronimo! Schwimm! Kind, schwimm! Kind, schwimm! Kind, schwimm! Kind, schwimm, schwimm, schwimm. Das ist so schnell, ey. Das ist so abartig schnell. Oh, ich hasse das Spiel jetzt schon. Scheiße. Oh, das hat gerade erst angefangen, Mann. Leute, wer wollte, dass ich das Spiel? Was? Bist du zusammen? Was? Ich habe einen Nervenzusammenbruch vielleicht. Hört auf, das alles zu klippen. Die Gnunis sind jetzt in Twitch aufs Klippen gekommen. Oh Gott. Es rührt mich voll, dass du meinen Kommentar gelesen hast. Es rührt mich, dass ihr so süß seid. Dankeschön. So, und jetzt... ja! So einfach geht es. Und ich lande direkt wieder im Wasser. Nein! Ich möchte nicht... Dankeschön, Gnulis. Ihr seid ja schlaue Racker. Kann ich das nicht bitte mitnehmen, den Stuhl? Nee, okay. Ich kann, glaube ich, die Vase schieben, oder? Aber die Gnulis sind voll kreativ geworden, Mann. Süß. Dankeschön, ihr Süßis. Kann ich da nicht hoch? Okay, jetzt gucken wir erstmal, wo ich hin muss. Ich glaube, ich kann hier hoch. Oh Gott, das ist stressig, das Spiel, ey. Muss ich hier irgendwas... Muss den Schalter heben. Das wirkt aber alles sehr unhygienisch hier. Mami, geht's dir genervt? Was? Was? Oh, leck mich doch. Eure Clips, die gucke ich mir nachher alle an. Herrlich. Oh nein. Oh oh, lass mich. Oh, ist das unfair. Oh, ist das unfair. Mach das auf, schnell. Hilfe. Hoch hier. Dort ist eine Tür. Ach, wie süß ihr alle mitmacht. Ich liebe euch. Ich habe doch keine Angst, Leute. Ich doch nicht. Ich glaube, das ist unter Strom. Kann ich da jetzt rein oder sterbe ich? Mal die Gegend erkunden. Alles klar. Okay, das heißt, ich kann da jetzt runter. Oh, was ist denn das? Ich muss doch wahrscheinlich da runter, oder? Nehme ich mal an. Nehmen wir das mal mit. Ich bin noch ein einfältiges kleines Gnu. Ja, voll süß seid ihr, Mann. Richtig süß seid ihr. Einfach zu cute. Too cute to be real seid ihr. So, ich glaube, jetzt kann ich da nämlich
rüberjumpen dann. Vielleicht mache ich die doch dann besser dahin. Dann habe ich es nicht so schwer. Gott. Okay. Nur hat keine Angst. Ja, ich bin echt schreckhaft. Aber das macht's doch auch lustig, oder? Das macht's doch auch aus, Leute. Das Schreckhafte. Da habt ihr doch immer was zu lachen. Ein Süßcounter fällig. Oh Gott, Baba, nein. Oh ja! Ich hab's geschafft! Jo, soll ich in das Loch da rein oder ich lasse es mal? Ach, ich hätte echt ins Loch können, dann wäre ich gestorben, ne? Oh nee. Granny, bist du's? Ihr wolltet doch Granny, Leute. Jetzt habt ihr eure scheiß Granny. Ja, alles gut, alles gut. Olle, du. Alles gut, lass mich mit dir Ruhe. Dies ist ekelhaft. Kann ich da vielleicht irgendwas reinschmeißen? Vielleicht geht sie dann dahin. Oh, tatsächlich. Ich kann sie baiten, die Olle. Das rafft sie natürlich direkt. Kann ich nicht einfach mal langsam in das blöde Wasser eintauchen? Muss ich immer so extrem... Oh, extrem laut sein. Oh, scheiße. Scheiße. Hilfe. Mama. Wohin? Ist alles so weit weg, Mann. Vielleicht zuerst hierhin? Oh Gott, die war direkt hinter mir, Mann. Ach so, ich kann da hoch. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, geh doch hoch. Ah, geh hoch. Er geht nicht hoch. Ah. Alter, Mann, bist du doof. Hallo Lina, grüßt euch alle. Ich scheiß mir gerade ins Höschen. Der Stream ist live dabei. Ja, Mann, geh hoch, ätzende Scheiße, du. Oh, jump it. Jump, jump. Verpiss dich. Verpiss dich. Du dumme, blöde Sau. Danke, Fabi, für 2 Euro. Ich liebe deine Videos, du bist einfach die Beste. Vielen Dank, meine Süßes. Ihr seid so goldig. Das ist too much cuteness for me. Sie wird aggro. Die Alte. Kann ich da ins Boot, bitte? Kroni da ins Bild. Dankeschön. Für die Trauergroschen. Ich will ans Boot. Ja, ich bin im Boot. Ja. Muss jetzt echt von dem Boot da ganz nach... Oh, das werden wir nicht schaffen. Oh, Armageddon! Ah, wie unfair, die ist ja da! Ist das unfair? Ist das unfair? Alter! Das ist voll unfair gewesen! Ja, Linchen, hau raus. Ist das unfair gewesen? Es regnet wie Sau im Ländle. Absolut, ey. Hier pisst es auch richtig. Im Schwabenländle, da regnet es aber ganz schön, du, das glaubst du gar nicht. Aha, Armageddon, ich springe einfach. Ja, guck mal, es war ein Fehler, die dumme Sau, die hätte da gar nicht sein dürfen. Ach Gott, Leute, ich hasse das Spiel so. Oh, ist das Spiel ekelhaft. Kannst du bitte aufhören? Ich will nicht mehr. Kann das bitte aufhören, eklig zu sein? Ich glaube, das war für unnötig, hätte. Oder? Muss ich da rüber? Ach so, das ist nur... Scheiß auf die Flasche, Mann. No, Lena, danke für die netten Worte. So süß. Braucht jemand was zu scheißen? Das ist ins Wasser, oder? Passiert, wenn ich den Knopf drücke? Du liebst uns, wir lieben dich. Oh, Gnulis, ihr
seid so süß. Meine Schnuckis. Gnu singt. Du musst das Spiel nicht spielen, wenn du nicht willst. Nein, es macht mir Spaß, aber ich grusel mich halt super gerne. Und ich finde es toll, wenn ihr dabei seid und zuschaut, wenn ich mich einscheiße. Das ist immer sehr toll. Das macht uns doch immer allen wahnsinnig Spaß, oder? Vor allem euch. Ihr genießt das doch. Seid doch ehrlich. Ich mag Züge ehrlich gesagt gar nicht. Liegt aber auch daran, dass ich bis jetzt immer nur schlechte Erfahrungen mit Zugfahren gemacht habe. Kennt ihr das Problem? Mögt ihr Zugfahren? Ich hasse es. Also ich glaube, wenn man mal Auto fährt... Oh nein, wo ist jetzt das dumme Ding? Finde ich das jetzt nicht mehr? Ich hatte das nicht... Scheiße, wo ist denn das jetzt? Ich habe das doch... hier hingeschmissen. Mann! Leute! Ich bin so doof. War das nicht da hinten? Doch, da hat es doch geblubbert gerade, oder? So. Momo ist doch dumm. So, jetzt. Das ist die Vorlage, Leute. Ich schaffe das. Hello Neighbor. Stimmt, das müssen wir eigentlich auch mal wieder spielen. So, jetzt noch. Na, was mache ich denn? Ich muss erstmal hier den Knopf drücken. The time has come to push the button. World. Wir hatten uns im französischen Buch eine Katze, die Momo hieß. Oh Gott, da haben sich wahrscheinlich alle gedacht, so Hilfe. Geronimo. Oh, das wird nichts. Das riskiere ich jetzt nicht. Sorry, aber das mache ich nicht. Nochmal. Outlast 2. Ich muss sagen, Outlast 2 fand ich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Yes, 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 Mann. Yes! Gangsters shit in paradise. Oh, nein. Oh, I. I, schaut mal, wie eklig die da an ihrem Stuhl sitzt, Mann. Das bin ja wie ich auf meinem Nobelchair. Lass mich. Es vibriert. Kannst du das bitte mal lassen, Alter? Oh. Der Typ bleibt echt entspannt, muss ich sagen. Oh Gott, geh hoch. Nein, nein, nein. Alles wird gut, Alte. Du kriegst deine Milch schon noch. Kann ich da bitte hoch oder war das jetzt Trugschluss? Es war... Ach, kein Trugschluss. Gut, oh Gott. Du doof? Nein, 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 nein. Oh Gott! Ist das eklig? Muss ich darüber? Okay. Die rülpst. Ach, hier sind Schalter. Nein! Hilfe! Ist es ekelhaft! Ist die ekelhaft! I ist die ekelhaft. Alter, ist die ekelhaft. Die will es richtig wissen, ne? Die will es jetzt richtig wissen, du. Mama mia. Here we go again. Geh da hoch. Bitte, bitte geh da hoch. Nein. Du kriegst jetzt einen Fernseher. Oh Gott, nein, Hilfe. Nein, du kriegst jetzt einen Fernseher zum Gucken, Alte. Denn denk dran, elektronische Geräte immer weg vom Wasser halten. Und ciao.
Rösti! Ich will da hoch. Der arme junge Mann. Kann ich da lang? Ciao mit V. Caroline! Da, schöner Knufwurz da drin. Schön mal inhalieren, genau. Hol ihn dir. Genau, riech dran. Psychopath Hunt. Findet ihr Psychopath Hunt so gut? Das wird mir so oft empfohlen von euch. Der Bademeister kommt. Ich glaube, das war kein Bademeister. So, dann gangst du mal bitte hoch hier jetzt. Danke. Nuff mit dir, Kerle. Wäre so cool, wenn du Gänsehaut spielen könntest. Gänsehaut, was ist denn das für ein Spiel? Kommt locker irgendwann ein Film raus. Zu Momo, glaube ich, auch. Oh nein! Da ist Six! Kennt ihr noch die Szene? Erinnert ihr euch? Ich wurde weggezogen. Erinnert ihr euch? Hallo, Procyrus. Ich mache mir schnell eine Terrine. Och, süß. Süß. Hello Neighbor können wir gerne mal spielen. Habe ich aber auch auf meinem Hauptkanal schon gespielt. Könnt ihr auch mal gerne abchecken. Ciao, Joey. Oh mein Gott, wie geil ist das denn, dass man das sieht? Da kommen noch geilere Sachen, Leute. Die Endsequenz wird euch richtig zerstören. Licht aus, Vollbit und an und Bettdecke über die Gnuhörner ziehen. Ach süß, Eva. Genauso muss man es machen. Oh. Guck mal, wir waren jetzt in so einem Sack drin. Das heißt, eigentlich wären wir jetzt zum Koch gekommen. Aber wir leben noch. Oha. Süß, die Gnome. Ihr erfahrt jetzt, was das überhaupt ist mit dem Gnomen. Das ist so geil. Oh, guck mal, süß. Komm her. Die Gnome. The Gnomes. Süß. Will ich kuscheln? Ich will euch kuscheln. Oh, süß, wie es sich durchpresst. Das sind voll meine Gnulis. Das seid voll ihr, Leute. Oh, futzig. Muss ich da hoch? Muss da doch auch rein, oder? Ich brauche wieder was zum Ziehen. Kann ich denn hier irgendwas ergattern? Vielleicht über hier? Da ist auch ein Gnom drin. Ich habe es genau gesehen. Ich will... Es bleibt stecken. Oh, es ist stecken geblieben. Oh. Oh, wie süß. Ach, goldig. Oh, es ist süß, Leute. Ich habe einen Freund. Was muss ich jetzt machen? Kommt er jetzt mit?
Das wäre ein Wichtel. Ja, also die nennen es Gnome, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ach, guck mal. Warte mal, kann ich mir den auch holen? Mach mal auf jetzt. Mach auf. Muss ich hier vielleicht Gnome suchen? Ist das süß. Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann, um die Tür zu öffnen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Bah, die Musik. Die ist doch süß, die Musik. Also wenn ihr wieder irgendwas seht, wie es weitergeht, sagt mir gerne Bescheid, ne? Also der läuft mir jetzt hinterher. Das heißt, der muss doch zu irgendwas gut sein. Muss doch da jetzt durch. Wie schaffen wir denn das? Kann ich dich da hochschmeißen vielleicht? Kann ich den da hochschmeißen? Ach, tatsächlich, ich kann den da hochschmeißen. Geil. Ah, den holen uns jetzt mehr Freunde. Warte, ich brauch dich. Komm mal hier. Ist voll brutal. Dankeschön, Laura. Du musst den Gnome an die Tür schmeißen. Warte mal. Die sehen aus wie Pilze. Die schmecken bestimmt gut. Vor allem in der Pfanne. Süß, wie der mitkommt. Kannst du mir helfen? Oh, der hilft mir. Oh, süß. Er hilft mir. Komm, ich nehme dich mit. Oh Mann, ich will auch einen haben. Ist ja voll süß. Oh, da oben ist auch einer. Den müssen wir retten. Den müssen wir retten. Kann ich ihn da hochschmeißen? Oh. Tatsächlich. Schau mal. Oh, sind die süß, Mann. Das ist ja voll geil. Das habe ich ja ganz vergessen. Gnome. Genau, das sind Gnome. Muss ich da jetzt auch hoch oder kannst du den bitte für... Ach, der schafft es nicht. Muss ich da auch noch hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ist die Frage. Wahrscheinlich hier rüber, ne? Schaffe ich das? Nee. Oder vielleicht eine Kiste irgendwie? Jo, Gnome, ich glaube, ich habe dich zu früh hochgeschmissen. Kann ich noch irgendwas... Wieso schafft er das nicht? Der müsste das doch eigentlich jetzt schmeißen, oder? Kann ich ja irgendwie vielleicht ihn mal abschießen? Was heißt bitte? Gnome! Vielleicht auf der Schaufel? Nee. Dann liegt es an dem Laptop. Nee, Schaufel ist nicht. Ah, warte, da wackelt doch was. Hab's genau gesehen. Komm her! Ah, jetzt schmeiße ich den da auch hoch. Loser, dankeschön für 1 €. Danke, Leute, dass ihr mir so helft. Mega süß, dass ihr so mithelft. Putzig. Jetzt kann ich mich auch noch den anderen retten. Hey, machen voll die Gnome-Army. Ist voll geil. Voll arm, Mann. Hab doch keine Angst. Oh, das ist voll süß. Hallo, Würmchen. Grüße dich. Yeah. So, und jetzt? Wie öffnen wir das? Muss ich euch da wieder dagegen schmeißen? Oder machen wir das zusammen? Ich glaube, wir müssen alle schieben, oder? Guck mal, wie süß die sind, Mann. Und die andere faule Sau macht gar nichts. Hallo, du desorientiertes Wesen. Kommst du mal bitte? Jetzt aber. Jetzt voll nicht gerafft. Jetzt aber. Jetzitle. Guck, wie süß die sind, Mann. Ich liebe die. Ich liebe die. Okay. Hä, wo sind meine Gnome? Kommen die da nicht mit? Die kommen nicht. Ach doch, die kommen. Hey, ihr Chiller, du da hinten. Komm mal mit jetzt. Ich liebe wie. Gnu Army Gnume. So, meine kleinen Wichtel, jetzt müsst ihr arbeiten.
knuddel den auch mal. So macht man das, Leute. Wenn ihr irgendwie wollt, dass Arbeit funktioniert, geht einfach zu Leuten und knuddelt die. Was machen die jetzt? Die arbeiten jetzt. Oh, guck mal, die schmeißen da Kohle rein. Süß. Ist ja voll goldig. Wieso arbeiten die jetzt einfach so random? Muss ich vielleicht... Ach, schau mal einer an. Ach, schau mal einer an. Schritte aus meiner Küche hätte ich Angst. Ja, oh Gott. Das Monster aus der Küche ist auch richtig gruselig. Der gehört zu Gnuherde. Süß. Putzig. Putzig, putzig. Tralalalala. Okay, hier muss dann quasi neue Kohle her, damit die arbeiten. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt Kohle besorgen. Dazu muss das Tor auf. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal die Leiter weiter hochgehen. Kennt ihr eigentlich Detektiv Conan? Wie fandet ihr das? Wo ist der dritte? Der ist schon wieder hinten und chillt wahrscheinlich, der Faule. Deswegen dauert alles länger. Der hat irgendwie einen Hänger. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Hilfe, steck fest, so jetzt. Was hängt denn da oben? Oh, sind es Kinder? Ich kenne es. Ich hoffe, du streamst die ganze Nacht, will deine Streams sehen. Ach, süß. Ach Mann, warum seid ihr so goldig? Hier ist doch irgendwas. Also ich hab's doch genau gemerkt. Muss ich irgendwas draufschmeißen oder muss ich einfach nur... Radau machen. Oh, scheiße. Nicht der schon wieder. Der scheiß Pedobär. Oh nein, Leute, da habe ich jetzt gar keine Nerven zu. Eklig, der gerade mit seinen Fingern gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Sieh, wenn die Gnulis wissen, sie kriegen einen Battle Pass. Da ist ein Schalter, den muss ich, glaube ich, mit mir holen. Und da muss ich, glaube ich, kurbeln. Ach, jetzt hört er mich nicht. Ach, jetzt. Oh, ich hasse den so sehr. Oh, ich hasse den so sehr, ne? I hate him so much right now. Oh, da oben. Ich seh dich, du Lappen. Ich hol dich jetzt. Nein, ich kann ihn noch nicht holen. Okay. Lädst du das DLC hoch? Aber natürlich, meine Spatzis. Natürlich lade ich das hoch. So, jetzt muss ich mal kurz mal nochmal brainstormen. Was muss ich tun? Ich brauche den Gnomen, weil den Gnomen muss ich da hochschmeißen. So much right now. Das war echt ein geiles Lied. Ich muss da irgendwie hoch an den.
Süß, wie das springt. Therapie, sofort therapieren. Alles ist gut, du bist gerade nicht runtergefallen. So, ist bei Kindern genauso. Wenn Kinder auf die Fresse fallen, dann erst lachen. Wenn man sagt, oh, dann denken die, dann heulen die, weil die denken, oh nein, das war schlimm, was gerade passiert ist. Komm, ich schmeiß dich da mal hoch. Alexa, spiel Billie Eilish. Wir sind doch goldiger als Gnome. Natürlich seid ihr goldiger. Hallo Sude, willkommen bei den Gnomes. Was ist das für ein Psychoraum? Ah, da können wir wieder gucken, was uns so erwartet. Ach, da ist die Six. Guckt mal. Die ist schon weiter als wir. Sehr lustig. So dunkel. So dark, so dark. Okay. Easter Egg. Okay, dann lass uns mal jumpen. Und nochmal jumpen. Oh Gott. Das dann runterdrücken. Muss ich das nicht runterschieben? Doch. Oder hoch? Hast du gestern Life is Strange gespielt? Ja! Das kommt morgen auf dem zweiten Kanal. Zweiter Kanal, verspieltes Gnu, Leute. Da kommt's dann. Wie komme ich jetzt runter? Komme ich da runter, ohne zu sterben? Nein. Mann! Oh. Genau wegen Instagram, Leute, ist ganz schwierig, was zu lesen. Es sind so... Ach hier, okay, sehr gut. Es sind so viele Nachrichten, ich kann leider nicht alle lesen. Es tut mir leid. So, jetzt arbeite mal mit. Lass mal schieben jetzt. So, hilf mit. Irgendwie wird das nichts. Komm, schieben wir es mal in die Richtung. Wir sind noch zu wenige, kann es sein. Wir brauchen noch einen Gnomen. Schaffen wir das echt nicht? Ah, warte, ich sehe was. Halt, zurück. Woran erinnert dich das? Das Gesicht, das... Wieso postet ihr das alle? Ich denke schon, die ganze die Gnus auf YouTube posten die ganze Zeit dieses süße Gesicht. Genau, hier muss ich lang. Hier geht die Party, Alter. Ist da schon wieder jemanden schmeißen, glaube ich, oder? Ach, süß, wie es da rumwurschtelt. Ich glaube, da müssen wir zusammen drauf, oder? Muss ich vielleicht mal den kleinen Racker da unten holen? Komm her! Komm her, du Lappen! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, Mann! Lass sie doch einfach mal knuddeln! Mann! Ja, jetzt. Sehr gut. Wir sind Freunde. Jetzt gehen wir da zusammen hoch. Ich schmeiß dich da mit Gewalt hoch. Und dann gehen wir da zusammen drauf. So. Mann, was muss ich denn machen? Wisst ihr, was ich machen muss? Muss ich den da rüber schmeißen? Ach, der will nicht. Warte mal. Lässt du mich das etwa alleine machen, Johnny? Ja, du lässt mich das allein machen. Wir alle spammen. Was muss ich denn machen? Wie kriege ich denn den da hinten rüber? Kohle aus dem Wagen geht, glaube ich, nicht. Ja, lol, das geht ja wirklich.
Mann, ey, danke schön. Horrorspiele dir nicht in den Garten. Nee, aber echt nicht. Kommt er keinen Hunger? Kauf dir einen Scheiß. 220, Alter. Halleluja. Jetzt, Mann. Wuhu, we made it. So, jetzt können die mit weiterarbeiten. Muss ich die jetzt runterschmeißen? Krass. Auch wie die da alle sich draufstellen. Du auch! So, jetzt muss ich da wahrscheinlich den Hebel betätigen, dass sie da alle arm runterfliegen. So, Leute, arbeiten! Ne, mein Stream kann ich laggen. Nein, keine Freundschaft plus, sowas gibt's bei mir nicht. Was passiert jetzt? Ach, jetzt geht das. Wir müssen sie doch holen, oder? Die alle jetzt durchdrehen, gell? Jetzt beruhigt euch mal. Beruhigt euch mal, Gnus. Hallo Fabio. Oh Gott. Hallo Master. Sag bitte nicht, dass die scheiß Batterie hätte mitnehmen müssen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Aha. Oh, ekelhaft. Ich hasse den Typen so. Fürchterlich. Ach Mann, eins seiner Gnus krank. Oh nein, gute Besserung. Die muss ich mitnehmen, oder? Weil die geht. Hör auf, den Papa zu schreiben, spiel lieber das Spiel. Guckt der gerade zu? Nein, ich glaube nicht. Hilfe! Was arbeitet er? Das darf ich euch nicht sagen, sonst ist es zu heikel. Sag ihm mal liebe Grüße. Ich habe schon Grüße gesagt, ich soll Grüße zurücksagen. Oh Gott. Oh Gott! Fuck my life. Oh. Mit der alten Batterie ablenken, ich weiß es nicht. Ich versuche einfach nur zu überleben, Leute. Das ist echt nicht so leicht, wenn der Wichser mir gerade hinterherkommt, Mann. Ich spiele nochmal Granny. Oh nein. Dankeschön an alle eure Glückwünsche. Das ist so putzig. Ich hoffe auch. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Das wisst ihr. Ich teile ja immer irgendwie alles mit euch. Genau, das mit dem langen Arm ist genug, Papa. Ich komme gerade nicht mit diesem Vater-Dings klar, was? Oh, endlich. So, jetzt rein mit der Scheiße hier. Jetzt. Na, endlich. Oh, alle 11 Minuten lebt sich ein Knulli über Leiche. Genau. Oh,
Liebe liegt in der Luft. Komm her, Mann! Komm her! Komm her! So. Jetzt. Jetzt kommt noch der andere. So, Knullis, jetzt... jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle. Alles wird gut. Kann ich den da ranhängen? Wo ist denn der andere hin? Hä? Hat die sich nicht gerade bewegt? Hat sich die Kiste gerade bewegt? Knullis? Alles wird gut. Okay. Wo ist denn der andere hin, Leute? Oder kann ich da jetzt irgendwie hochkommen? Knullis. Ich dürfte. Du bist Regenbogen in meinem Herzen. Oh, ihr seid voll die Charmeure. Mann, ihr macht mich voll verlegen. Ist schon ein seltsames Gefühl. Jünger als ich. Was, wenn... Das ist egal, Tordi. Das muss so sein. Du bist immer unser Sohn. Egal, was passiert, Tordi. Ah, ich kann auch hier hin. Ach so, ich kann da auch lang. Ich sehe Dinge. Nur weißt du, wie man schnell bei YouTube wächst? Ich glaube, schnell ist nie gut. Man braucht immer Zeit. Und wieso soll man schnell wachsen? Es dauert immer Zeit, bis ein guter Wein muss auch reifen. So, hör mal auf zu malen, du Psycho. So, unten links hast du gesagt, ist der? Muss der Junge eigentlich nichts essen wie Six? Ich, nee, scheinbar nicht. Aber das kommt noch raus, warum. Das wird sehr interessant. So, unten links sagst du, ist der? Links. Ach, da. Oh Gott, gar nicht gesehen. Ich habe noch die richtige gefunden. Ich habe noch nicht... Ach, lass dir Zeit. Es kommt noch. So, mal gucken, wie lange die da hängen können. Nein, was macht ihr denn? Okay, ich hätte gehen müssen. So, nochmal. So. Sag mal, gruselig. Ach, ihr seid ja voll die Schlaumeierlis. Ja, Gnus, wenn ich euch nicht hätte, ne? Dann wüsste ich nicht, was ich wäre ohne euch. So, jetzt könnt ihr alle mitkommen. So, Kinder, ihr dürft mit. Kommt ihr da durch? Checkt ihr das? Na, natürlich checken sie es nicht. Oh, Mann. Eins. Zwei. So, gut, geht doch. Er liebt uns, weil wir Zucker sind. Nee, der liebt euch wirklich. Anders wird es auch gar nicht gehen. So. Hä? Kann ich die jetzt nicht reinstopfen, oder was? Ich bin noch relativ jung, ich habe noch Zeit. Klar, ich meine, manche finden ja erst mit 60 die Liebe ihres Lebens. Also chillt, ihr habt noch genug Zeit. So, jetzt. Geht doch. So. Es reicht mir, wenn er dich liebt, Mama. Och, Procyrus, ist das süß. Oh. Gott, ich hoffe nicht, dass ich bis 60 warten muss. Nein, Quatsch, das kommt schon. Es kommt immer dann, wenn man es nicht denkt. Guck mal, ich habe noch vor 3 Wochen so geredet. So, nee, Mann, ich bin immer Single. Bla, bla. Und dann auf einmal kommt jemand und ihr denkt komplett anders und ändert eure komplette Denkweise. Du kannst aufhören zu hängen, komm da runter. Und man denkt sich nur noch so, okay. Krass. So, dann mal an die Arbeit.
Freust du dich auf Limbecker Platz? Ja, voll. Genau, arbeitet. Fehlt da noch einer, oder? Warum geht da jetzt nichts? Ja, der fehlt. Hey, immer einer, der nicht mitmacht, warum es nicht vorangeht. Lauf jetzt, du Arsch. So, jetzt arbeiten. Ja, geht doch. So, jetzt aber. Fehlt da noch jemand? Das ganze Leben ändert sich. Ja, ist halt voll verrückt. Ich höre doch da noch jemand, oder? Da. Oh Mann, nur wegen dir warten wir alle. Jetzt komm. Einer, der irgendwo rum... Also die sind echt schon nicht einfach, ne? So, bitte arbeiten jetzt. Kommst du spät. Na, endlich. Das Spiel heißt Little Nightmares. So, jetzt. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Oder fehlt noch irgendwo einer? Ja, jetzt geht doch. Ich werde im Dezember 15. Wie lange geht das Spiel noch? Bitte noch für immer. Nicht mehr so lang. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Teil. Morgen streame ich nicht, morgen Abend kommt ein Video. Lol, das Spiel ist auch gerade echt. Und abspringen. Wunderbar. Ach, süß. Komm her. Ach so, der zeigt sich mir, weil er mir helfen will. Süß. Ach, guck mal, die kommen von alleine und helfen mir. Ach, guck mal, ich muss die gar nicht knuddeln. Was passiert denn jetzt? Ach, guck mal, die machen das von alleine. Dankeschön. Ihr seid ja süß. Oh, Leute, ist so traurig. Seht ihr die Schatten? Das sind Kinder. Voll arm, gell? Oh, das sind eigentlich Kinder. Das sind Kinder. Voll traurig. Das sind Kinder. Das sind alles Kinder. Das ist echt voll traurig, Mann. Oh. Traurig, traurig. Das Spiel ist traurig, muss weinen. Das ist echt traurig. Alles Kinder. Jetzt wissen wir schon mal, was es mit den Gnomen auf sich hat. The bitch is real, man. Oh, sie hat uns bemerkt. Mit den Kindern, die wurden verwandelt. Die wurden verwandelt. Und jetzt kommt der letzte Teil und da wird es euch die Socken von den Hufen hauen, Leute. Das ist so traurig, was jetzt kommt. Das ist so traurig, was jetzt gleich kommt, Leute. Haltet euch fest. Jetzt kommt das traurigste Ende eines Spieles, was ihr je gesehen habt. The Walking Dead, da müsste ich, glaube ich, heulen, wenn ich das spiele. Ich habe keine Socken an, ich auch nicht. Ich heule schon wieder. Was mit den Kindern passiert? Auch wie sie direkt wieder im Spiel sind. Die Gnullis fühlen es. Sie fühlen es. World War Z? Ja, das spiele ich Montag. Und dazu kommt vielleicht sogar ein Video. Und zur Hand auch. Okay, Leute, letztes Kapitel. Dann haben wir das auch schon wieder durchgespielt. Wir sind voll die Gangster, Mann. Das wird so nichts.
Weg sind sie. Oh. Das kennen wir doch. Wir sind im Haus von der Geisha, Leute. I don't like it. Meine Füße sind kalt, dann einkuscheln. Da ist ein Schlüssel. Ich lade den Stream hoch, ja. Beziehungsweise das Gameplay. Dem ich die ganze Zeit vom Gnupapa geredet habe, was ich eigentlich nicht wollte. Weil es jetzt im scheiß Video drin ist. Vergesse ich manchmal. Komm her. Okay, ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Danke, Angelina, wünsche ich dir auch. Teil 3 ist das schon, wir sind schon am letzten Teil. Ah, das sind die Statütchen, die ich brauche, oder? Ist ja gut, ich stell's ja schon wieder hin, Mann. Alles wird gut. Halleluja, wird man voll bestraft. Wow, okay, ich brauche auf jeden Fall irgendwas, was ich hinstellen kann. Das wollen wir bewegen. Jetzt, Mann. Was hat sich jetzt dadurch getan? Was ist jetzt passiert? Gar nichts ist passiert. Ich spiele gerade Little Nightmares. Kann ich das nicht irgendwie schieben? Doch. Unfair, ich will gleich Berichtigung. Achso, immer schon so dünn. Ihr findet mich dünn? Ich bin doch nicht dünn. Ich bin doch normal. Ich bin doch normal. Sag, dass ich normal bin. Ich glaube, ich brauche das Buch, oder? Ich glaube, ich muss es da irgendwo einsetzen. War doch, ah, genau hier. Nee, das passt da nicht rein. Doch, du bist dünn. Nein, ich bin doch nicht dünn. Ich bin doch normal, Mensch. Findet ihr mich echt dünn? Kommt das jetzt rein? Da hinten? Seht ihr, wo die Bücher reinkommen? Ich sehe es gerade nicht. Es ist Obst im Haus. Nein, perfekt bin ich auch nicht, aber das ist auch in Ordnung. Ich will ja auch nicht perfekt sein. Perfekt ist langweilig.
Hä? Ah, hier, oh Gott. So. Das ist noch ein Auge und was nicht eigentlich geht. Was? Fehlt da noch irgendwas oder ist irgendwas passiert? Ach, die Tür ging auf. Geil, komm her, Alde. So. Noch ein Auge. Da ist doch ein Auge. Ich habe es nicht gesehen, sorry. Ich bin manchmal ein bisschen blind. So, das kann ich schon mal runterbringen. Die Scheiße. Hoffe ich zumindest. Das bringt nichts. Ich glaube, die muss dahin. Oder ist es die falsche? Ich brauche die weiße, oder? Das heißt, die kann ich jetzt oben hin tun, oder? Zum Auge. Das. Da ist auch ein Auge rechts. Was? Da ist noch ein Auge rechts. Hä? Verarscht ihr mich gerade? So, da Lele, jetzt haben wir die richtige. Das Buch muss zur Statue, um zu beschweren. Ach so. Okay, warte, ich... Ach so. Wie der YouTube-Chat über ein Auge und sagen wir voll die mystischen Sachen. Okay, warte, ich mach's gleich. Neben der Lampe ist ein Auge. Ach so, da. Okay, alles klar. Ja, ja, ist in Ordnung. Machen wir gleich. Ihr seid ja lustig. Wen seht ihr hier noch? Das hässliche Kind. Der hängt noch da. Oh, wir haben's. Statue, komm her, Baby. Oh nein. Scheiße! Oh. Unfair. Oh, ganz knapp, Mann. Ich glaube, ich muss die schmeißen dann. Oh, ich muss die schmeißen. Mann, ey! Anne. Scheußentrick. Wisst ihr, ist mal wieder typisch ich. Warum denn einfach machen, wenn es schwer geht? Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Oh,
Arschlecken, Mann. Hallo an alle. Ho, 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 Halleluja. Gefällt die Musik nicht. Warum ist die Musik so scheiße? Und die sind alle jetzt auf einmal in meine Richtung gedreht. Das war vorhin auch nicht so. Was soll die Scheiße, ey? Oh oh. Hallo McBrownie, mir geht's gut und dir? I don't like it. Oh nein. I don't like it. Mann! Ja. Können wir Pipi-Pause machen? Wir haben's doch bald, Leute. Wir haben's doch bald. Wird das Ende traurig? Ja, sehr traurig. Das Ende hat mich richtig entsetzt. Ich hoffe, dass also auch die, die das Spiel nicht kennen, werden es auch traurig finden. Die, die es kennen, werden sich denken, Alter. Ich erkläre euch die Szene dann. So, jetzt brauche ich den Schlüssel, ne? Oh nein, Leute. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Gefällt mir nicht. Alter! Seid ihr dumm? Nein! Nein, ich hasse das! Oh, Fortnite Love Story kommt bald, ja. Oh, ich hasse das. Kirmes ist auch bei mir, ja. Ziele mit der Lampe. Ist aber gar nicht so leicht, wenn die Arschlöcher sich bewegen. Hätte mir auch mal eher sagen können, Mann. Komm, die sind voll stark, die Wichser. Oh. Konzentration. Das war doof. Scheiße, das ist voll schwer, die Scheiße. Oh. Ich hasse diese Scheiße. Mann, ey, Leute. Das wird jetzt ätzend. Aber wir haben es danach geschafft. Deswegen Konzentration, Gnus. Können wir bitte wieder Licht anmachen? Hau ab. Spookylicious. Öffne. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht rein.
Den nehmen wir mit. Hallo, Luciana. Ach komm, die sind voll schwer. Die Gnus klippen wieder. Die Gnulis klippen wieder. I'm a Gnudi Booty. Hasse euch. Pisst euch alle. Nein, Mann, das ist voll unfair. Ich war so weit. Es hat aber gespeichert, oder? Scheißendreck. So, ihr verwechselten. Sorry, Leute. Kannst du bitte schneller drehen? Danke. Oh, Lom. Danke, Stefan, für 1 Euro. Oh, Lom, ey. Ich muss also die Vase zerstören, weil ich so wütend bin. So. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? So. Komm her, die dumme letzte Sau. Kein Bock mehr jetzt. Kriege ich das jetzt auf? Muss ich hier irgendwas spielen? Symphonie des Grauens. Was, erzähl doch keinen Scheiß, hat das jetzt echt funktioniert? Oh Mann, ey. Passage hätte sie echt kürzer machen können, also es war echt ein Krampf jetzt, ne? Komme ich jetzt raus? Ich will jetzt bitte raus. Ich will hier raus. Wie komme ich raus? Knulis. Der Lampe hat doch hier irgendwas auf sich, oder? Ach, okay. Ich glaube, ich weiß was. Hallo? So, jetzt. Könnt ihr mich alle im Arsch lecken jetzt? Wouldn't it be nice when we together?
So, rein damit. Jetzt öffne dich. Verdammte Scheiße. Danke, Stefan, für 2 Euro. Ich grüße dich. Vielen Dank. Ich grüße Stefan. Oh, oh. Ach, schaut mal ihr Gesicht. Die ist alt. Das erste Mal, dass man ihr Gesicht sieht. Oh nein. Scheiße, wir haben ihr Gesicht gesehen. Wir haben sie ungeschminkt gesehen. Wir haben sie ungeschminkt gesehen. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Oh nein, lass mich. Ich hab nicht den Spiegel. Nein, ich bin gegen die Dinge gelaufen. Lauf einfach nur. Lauf, 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 lauf. Oh, das wird richtig böse jetzt. Ich kann nicht mehr laufen, ich bin fertig. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Wir sind ein Gnom. Schaut mal, Leute, wir sind jetzt auch... Wir wurden verwandelt. Die verwandelt die Kinder. Sie verwandelt die Kinder in Gnome. Oh nein, wie traurig. Schaffe ich das überhaupt? Nein, komm, ich kann jetzt auch nicht mehr springen, Mann. Leute, wir sind ein Gnom. Nein. Wir sind ein armer, kleiner Gnom. Oh nein, und das sind die ganzen Fresssäcke. Seht ihr das? Ich hasse die Dinger. Jetzt verstehe ich, warum die armen Kleinen immer abhauen. Oh, ekelhaft. Ach, wir sind die Gnome. Wie traurig. Aber das Traurigste, Leute, das kommt jetzt gleich. Oh, hier hat's ein Löchlein. Das Traurige kommt jetzt gleich. Und zwar jetzt. Wer erinnert sich, Leute, an diese Szene? Wer erinnert sich an die Szene? Wir sind nämlich der kleine Gnom, den die Six aufgefressen hat. Das heißt, unser Gnom stirbt, weil den Hauptcharakter, der kommt an den Punkt und der ist böse und frisst dann den Gnom. Das heißt, wir werden sterben. Ist richtig traurig. Aber geil connected miteinander. Richtig geil connected. Dafür liebe ich Little Nightmares. Secrets of the Maw. Das war's von diesem Teil. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Hufen nach oben da und schreib gerne deine Meinung zu diesem Game in die Kommentare. Ich find's mega geil. Ich bin mega gehypt. Und wie wir hier sehen, vielleicht gibt's ja noch ein weiteres DLC. Denn wir haben noch ein Mädchen gesehen. Und dieses Mädchen...
kam nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und Ade mit Eva. Schick.